Das Hauptproblem in diesem Haus ist, dass wir einen massiven Wassereinbruch haben, durch alte Fundamente, durch altes Mauerwerk, hervorgerufen durch einen Mühlbach, der bei uns an dieser alten Anlage vorbeiläuft. Das gesamte Erdgeschoss ist komplett durchfeuchtet, Putz bröselt ab, die Farbe blättert ab, feste Einbauten der Einrichtung quellen auf. Die Stadt hat keine Veranlassung, die Betonwanne zu sanieren, denn auf der städtischen Seite sind nur Gärten. Ja gut, letztens hast du ja Beton, hast du mal die ganzen Schwebstoffe schon da rein. Jetzt ja nicht die Schlagzeile oben und auch gut, dass du das sagst. Eine Wasserfläche nur auf dem Foto zu sehen, das ja, sieht schön aus wie die Postkarte, sag ich mal, aber das war's dann schon. Aber ich sag mal, jetzt schimmelt alles zusammen. Wenn es natürlich dann an 80, 90% hoch. Wie soll ich da wieder fertig werden? Schön, dass Sie noch so einen Galgenhumor haben dabei. Auf, einmal richtig auf, genau. Und nochmal. Nochmal. Okay, nochmal. Nochmal mit dem Fuß auf. Danke. Das Hauptproblem in diesem Haus ist, dass wir einen massiven Wassereinbruch haben, durch alte Fundamente, durch altes Mauerwerk, hervorgerufen durch einen Mühlbach, der bei uns an dieser alten Anlage vorbeiläuft und sich im Laufe der Jahre eben durch ein marodes Bachbett, Betonbett
und marodes Mauerwerk eben dann durchgearbeitet hat. Die Gesamtschäden, das heißt, das gesamte Erdgeschoss ist bis etwa 1 Meter, 1,20 Meter komplett durchfeuchtet. Putz bröselt ab, die Farbe blättert ab, feste Einbauten der Einrichtung quellen auf. Ja, eigentlich, das Erdgeschoss ist eigentlich ein Ruin. Was kann man gegen dieses, was wäre die Lösung? Die Lösung wäre, das Bachbett komplett zu sanieren, komplett zu erneuern, die Fundamentbereiche am Wasser abzudichten oder komplett abdichten und den gesamten Bach verlegen, mindestens so 6-8 Meter von den alten Fundamenten entfernt, damit er sich dann einfach in Ruhe wieder neu einschlemmen kann und sich selber abdichtet. Warum das Problem? Das Problem sind die Kosten und das Problem ist, dass wir nicht gewillt sind oder bereit sind, die Kosten alleine zu tragen, da wir nicht die Eigentümer des Bachs sind, sondern die Stadt Köln Eigentümer ist. Und die Stadt Köln sich einfach weigert, hier mit ins Boot zu springen und zu sagen, wir helfen euch, wir unterstützen euch auch finanziell, um das Problem entsprechend in den Griff zu bekommen. Obwohl es schon seit 7 Jahren bei der Stadt bekannt ist, ist bis heute eigentlich noch nichts geschehen. Fühlen Sie sich irgendwie alleingelassen? Ja, man fühlt sich wirklich alleingelassen, hilflos und man rennt eigentlich gegen Mauern. Das sind alle lieb und nett, aber eine Hilfe in dem Sinne, sage ich jetzt mal, dass man wirklich auch finanziell einspringt, sonstiges mithilft, mit beiträgt. Die gesamte Mühlenanlage, die gesamte alte Substanz zu retten, ist eigentlich minimalst. Wie ist es jetzt? Ja, man kann darin wohnen, sag ich mal. Der Wohnwert beginnt erst ab dem ersten Stock. Das Erdgeschoss ist als Durchgangsraum zu nutzen, aber mehr im Großen und Ganzen eigentlich auch nicht. Dankeschön. Los, bitteschön. Zwei, dreimal und los geht's. Okay. Gehen nach vorne und machen die Hose rein. Und gehen einfach zur Seite. Perfekt. Dankeschön. Los geht's. Lass mal rein. Einfach reinmachen, nur die rechte Seite. Okay. Machst du nochmal mit, alles genau. Klar. Los, bitteschön. Offenes Mauerwerk und so weiter. Dann haben wir die im alten Bus sanieren lassen. Geht los, bitteschön.